Also er macht aus den letzten Resten eine Pizza. Ja. Leute. Gott, ich dachte so Schimmel. Leute, Gott, Schimmelpizza hier im Start direkt am Abend. Wir hatten vorher noch Sucuk. Eine offene Packung Mozzarella. Yasin meinte, er hat sich nichts zum Essen gemacht. Küche hat nach Essen gerochen, hat den Kühlschrank jetzt komplett leer gefühlt. Ne? Ist nicht zu wenig Käse? Ja, wir haben aber keinen Käse mehr. Es ist viel zu wenig Käse. Oh mein Gott. Okay, was hast du hier unten? Oh, okay. Ich merke gerade, Eck hat auch kein Backpapier. Ja. Ich hab gar nichts. Ich muss jetzt sogar die zweite Packung aufschneiden, Leute, weil wir gar nichts haben, Alter. Kennt ihr das von zu Hause, wenn ihr denkt so, boah, voll geil, ich bin zu Hause. Ich kann machen, was ich will, alles zum Essen machen. Ihr guckt in den Kühlschrank, Kühlschrank ist leer. Leer. Also fragt dich, warum ich bestelle die ganze Zeit. Ey, letztens hat Egg einfach so einen ganzen Bollen aufgegessen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich liebe Mozzarella, ich liebe Käse. Und jetzt habe ich zu wenig Käse für meine Pizza. Danach geht es zum Lemon Bottle. Ich hatte mein Doppelkinn schon vor solchen Essgewohnheiten, wollte ich nur mal kurz erwähnen. Lemon Butter gehe ich safe, Junge. Ich hoffe, das wird was. Ich habe noch nie Pizza ohne Backpapier gemacht. Und du? Viele fragen sich, wieso sind die Haare lila? Ja, die Haare sind lila. Das gibt keine Erklärung. Die sind nicht lila. Sie sind lila. Whatever you mean, girl. Ich habe Angst vor dir. Oh, du machst da rein, okay. Ja, ich weiß. Oh, da wird nichts. Dann sage ich es dir direkt. Oh, das hat so gestummt, als du das gerade geöffnet hast. Ein bisschen verbrannt, ja. Ja, Leute, jetzt heißt abwarten und ich hoffe, es wird was. Ja, wir haben uns aus Trost trotzdem was bestellt. Aber ich da eine fette Pizza bei meinem Ofen. Na, so fett ist sie nicht, dass wenig Käse und Sucuk haben wir auch mysteriöserweise nie. Und Leute, die Mini-Würstchen sind, by the way, auch alle schon aufgegessen. Also alle 5 Packungen in 4 Tagen. Eigentlich waren die schon fast leer in 2 Tagen. Nur, ihr wisst, die Reste will halt niemand so essen. Ich habe die gegessen. Ja? Nach wie viel? Die waren lecker. Ja, genau. Inga hat sich einen fetten Burger bestellt. Und noch was? Pommes. Und Pommes. Und ich habe mir Pommes bestellt, Leute. Ah, Getränk habe ich auch. Ja, ich habe auch eine Cola. Okay, Leute, es ist soweit. Geh in dein Bett, mein Gott. Also, es ist soweit, Leute. Die Pizza ist fertig. Ah, ich bin verbrannt. Ah, oh Gott, mein Bein brennt. Alles gut. Alles gut. Okay. Ich guck kurz den Teig an, also den Boden von unten. Warte mal. Ja, also. Es. Ich glaube, wir sind roh. Er ist noch irgendwie weiß. Ich glaube, ich tue es noch für so 3-4 Minuten rein oder so. Ich tue es rein für so 3-4 Minuten, Leute. Und dann hole ich es einfach raus und dann esse ich. Wir sind jetzt immer noch nicht. Doch, doch, Leute. Man muss die Pizza annehmen. Wie sie ist. Na, das will ich sehen. Und danach hast du Bauchschmerzen und verfluchst die Pizza. Ach was. Okay, ich mag schauen, Leute. Egal, so lange esse ich Pause, weil wer macht sich nur eine Sache am Abend, Leute? Ich glaube, Eck wäre ohne die Bestellung aufgeschmissen. Boah, Leute, schaut mal. Was für ein Upgrade. Hä, aber was die Boxen, voll schön. Okay, also, es ist etwas verbrannt worden, glaube ich, aber sieht ansonsten gut aus. Ich teste. Egal, die Knoblauchsoße schmeckt irgendwie nicht nach Knoblauch. Das ist Sour Cream. Auch Sour Cream, okay, dann. Ich bin positiv überrascht, Leute, weil die Hüllen gibt schon plus 1000 Punkte. Und bei Pommes ist es wichtig, dass sie nicht so lapprig sind und die sind gut. Also. Mann. Ein paar Minuten später, Eggs Pizza ist fertig. Mein Egg ist auch fertig. Im Leben. Mann, das lag am. Das lag am. Backpapier. Okay. Also, dass wir keinen Tappen. Wir tasten es jetzt trotzdem. Nein. Sorry. Da war der wieder, Leute. Ein bisschen viel Mehl. Jetzt sag mir, dass das Mehl dich nicht stört. Ist okay, gell? Stört mich nicht. Okay, Leute, ich wette mit euch um 20 Euro. Eck bekommt Bauchschmerzen. Warum zitterst du? Oh, nee. Hä, wenn ich da so ein Bild davon machen würde? Hätte ich gesagt, es ist birrig ist oder so. Aber keine Pizza.
Es lag am Ofen und dass wir kein Backpapier hatten, okay? Ja, da macht man auch keine Pizza, wenn man die Sachen nicht da hat. Ich wollte aber. Oh Gott, Eckart heute frei von ihrem arbeitslosen Job. Oh ja. Und wie dieses Ganze reinfeiert, ist mir das hier. Die Arme, ja. Der hat sich bestimmt ganz anders vorgestellt. Aber es schmeckt trotzdem irgendwie gut. Leute, aber ich gehe, glaube ich, heute um 2 Uhr morgens schlafen, weil... Oh, so früh. Ja, oh mein Crush ist eh schlafen gegangen. Nein, das ist nicht mein Crush. Aber das ist ein Boy, der ist eh schlafen gegangen und Leben ist langweilig. Und? Das tut mir nicht so gut. Ich war gestern bis 5 Uhr morgens wach. Oh mein Gott, ich konnte gestern auch nicht einschlafen. War komisch, ne? Ich habe mich um 3 Uhr morgens hingelegt und dann so locker habe ich noch so bis 4 Uhr morgens rumgescrollt. Ich habe ganze Zeit irgendwelche Geräusche gehört. Die ganze Zeit. Achso, ich habe nicht solche Geräusche. Wait. Bei mir passieren ganz andere paranormale Aktivitäten. Ja. Passieren Marcel-Aktivitäten? Nee, weil da ist so viel Müll. Ich glaube, die blendet das aber auch aus. Ja, so. Safe irgendwas, aber... Weil immer, wenn was passiert, dann sagt sie, nein, das stimmt nicht. Nicht im Heinz, immer. Oder sie schiebt es auf Sunny. Und bei Leute, zu meinem Merch könnt ihr euch einen geilen Schnapper machen zur Black Week. 25.11. fängt das Ganze an. Wenn ihr euch ein T-Shirt gönnt, bekommt ihr eine Kleinigkeit. Und wenn ihr euch einen großen Pullover logischerweise gönnt, kriegt ihr ein T-Shirt umsonst. Alles findet ihr bei Lolingo. Also folgt sie auf Instagram und checkt Lolingo ab. Hast du bestellt? Oh, ich kann nicht. Einmal Bergtee. Die hatten kein Pfirsich, da haben die andere Sachen reingetan. Zitrone. Kann ich eins haben? Zitrone. Cola nochmal. So sieht die Geister aus. Erstens hier, du kriegst Bär. Nee, du kriegst Cola. Oh, ich bin nicht so ein Fett. Was ein Burger-Hamburger, gell? Ja. Also, ich finde den Burger gut. Das ist sehr lecker. Die Pommes waren lapprig. Ja, die sind wahrscheinlich lapprig, weil das eine Alubox ist. Ich hab so Hunger. Klar. Ich wurde viel mal gefragt, ob ich Hunger habe. Nein gesagt. Warte, er hat Pizza, hat trotzdem Burger gegessen. Nein, die hat Pommes gegessen, die Pizza ist eklig. Die hatte kein Backpapier, da hat die unter Mehl gemacht. Ich finde das lecker. Ja, das ist gut. Gell? Mhm. Jetzt testen wir Minztee. Das stinkt ein bisschen, aber ist okay. Alles ist ganz okay. Jasse, willst du Eistee? Ja. Hier, du kriegst Minztee. Ja. Das ist sogar fun. Naja, auf jeden Fall, Leute, ich gehe jetzt mich abschminken. Dann gehe ich schlafen, weil ich habe morgen Arbeitsamt. 10 Stunden lang. Eck hat morgen frei, Leute. Arbeitsamt hat er mal Ruhe gegeben, einen Tag. Ey, das kam wie ein Geist angeschlichen. Warte, wieso kam sie auch von links? Echt, ey, ich schwör, die hat echt gemerkt, so einen Kopf, wir wechseln Plätze, Digga. Viel Spaß mit der Kranken, Inga. Ex-Pizza sieht so tot aus, bitte gebt euch mal. Oh, was ist sie eigentlich? Ja, probier bitte. Was redest du? Wie lange komme ich morgen auch nicht arbeiten? Dann kann Eck arbeiten gehen. Du darfst hier nicht vorbei. Alina, meine Getränke sind offen. Ich bin stärker als du. Oh Gott, sie will kämpfen. Ich schaffe. Noch einmal. Ey, ich habe echt keine Kraft für sowas. Warte mal. Ja, gut, dass du keine Kraft hast. Ja, sie kommt immer nur nach Hause, wenn sie keine Kraft mehr hat. Ja, klar, wenn es Schattenzeit ist. Ey, Kass ist echt so nötig. Ey, die arme Dinge. It's time. Es ist 1 Uhr morgens. Wir schauen jetzt einen Film an. Lucy. Also Leute, wir gucken jetzt einen Film. Da ist Lucy. Inga hat den empfohlen. Die guckt eigentlich nur schlaue Filme oder kranke Horrorfilme. Und das ist ein schlauer Film davon. Es ist 1 Uhr morgens. Ich fühle mich ein bisschen kaputt. Vielleicht sehe ich auch so aus. Niemand weiß. Und ja, let's go. Was ist schon? Doch jetzt. Oh mein Gott, Leute. Ich meinte, ich soll aufnehmen, wenn sie fake schläft. Inga, ich hab geschlafen. Okay. geweckt, Digga, dass mein Kopf gesandert ist. Es ist 2:30, by the way. Gleich gestern Stunde.
Ex saß beim Film verkrümmt mir so ein Shrimp. Ich schwöre, ich check nicht, wie man so sitzen kann. Film war gut. Ich sag mit Tschüss. Oh mein Gott, Leute, das habt ihr nicht gesehen, aber das hat so creepy angefangen zu flackern, Ex-Handy. Und da lief gerade eigentlich eine Serie, auf einmal war es weg. Und das hat man nur aus dem Augenwinkel gesehen. Wir wollten gerade Essen bestellen. Und ich schaue so auf mein Handy und dann sehe ich deins. Dann ist dir auch aufgefallen, oder? Ja, Leute, ich bin gerade fertig, ich habe ganze Serie geguckt. Und das ist dein neues Handy. Oh nein, das wurde bestimmt auch gehackt, Mann. Oder keine Ahnung, irgendwelche Kreaturen. Leute, ich war nämlich fertig. Ihr seht, meine Haare sind nass, mein Make-up ist noch nicht ganz fertig. Alter, was ist los? Und weiter geht's mit der Bestellrunde. Nächste Runde, Leute. Ich teste jetzt den Burger. Ich hoffe, das Gubert lässt aber das Fleisch ein bisschen creepy. Aber heute sieht es nicht verbrannt aus. Ich habe heute Hoffnung. Ich mag keinen Salat. Oh Gott. Ach so, das letzte Mal ging dir doch schlecht. Ja. Ja, ganz ehrlich, ich fand den Burger, was ich gestern gegessen habe, besser. Also heute schmeckt's nicht verbrannt. Das ist gut. Ich habe einfach nur Chicken Fingers und Egg hat das volle Programm. Ja, Leute, ich habe überlegt, soll ich was kochen oder nicht. Aber nein, Leute, was die kochen. Hier wird nicht gekocht. Oh mein Gott, Leute, wir zeigen euch nachher, wir haben was bei Flink bestellt. Mhm. Da waren Sachen für 1 Cent. Für 1 Cent. Ja, Mann. Und so geile Sachen, Leute, so richtig geile Sachen. Wir gehen morgen Weihnachtsmarkt. Was? Morgen hat Weihnachtsmarkt offen. Morgen schon? Ja. Wir gehen morgen schon hin. Ja. Ich dachte Wochenende. Was? Ja. Aber wir können ja gucken. Kommst du mit am Wochenende Weihnachtsmarkt? Wochenende. Ich schaue in meinen Kalender. Ich habe irgendwie tatsächlich Zeit. Wer zahlt? Hä? Ja, okay. Ja, sie gehört alles, hat sie gesagt. Oh, richtig, Frau, ja. Also ich habe gehört, dass du gönnst. Nein, Leute, ich gönn ganz sicher nicht. Hey, ich dachte, Sam gönnt. Ich sag, ich gönne und du machst auf ihre Liste einfach, okay? Wir gehen Weihnachtsmarkt mit oder ohne Set, ist mir egal. Leute, essen kann man auch ohne die. Und gönn, dafür brauche ich eine Kreditkarte. Findest du mein Set ist nicht creepy, wenn du dich so von hier aus beobachtet, so wenn du da schläfst? Nein. Sie ist so süß. Naja, Leute, ein Wunder ist geschehen. Und zwar hatte Flink eine Aktion. Und für die Kunden, die Flink Premium haben, also zum Beispiel Inga, ich habe sie natürlich nicht, gab es eine Aktion, dass man Sachen kaufen konnte für 1 Cent. Und man konnte mehrere Sachen in den Warenkorb legen. Vieles war auch schon ausverkauft, Leute. Inga hat mir das geschickt, Leute. Ich dachte mir, nein, ich habe das nicht geglaubt. Und diese Pringles hier konnten wir auch kaufen für 1 Cent. Und Leute, Sour Cream Onion, beste Sorte mit Paprika, die sind so lecker. Hä, ja, und die kosten, glaube ich, eigentlich so 3 Euro. Ja, ich weiß noch damals in meiner Schulzeit 1,15 Euro oder so. Dann auf einmal 2,15 Euro, jetzt 3 Euro irgendwas. Und heute 1 Cent. Ist das so krank? Hast du Wolfgang eigentlich normal bestellt oder war es auch 1 Cent? Normal? Mhm. Das war nicht 1 Cent. Dann kannst du direkt Zitrone holen können. Oh Gott, merkst du das? Hat schon wieder Kindergeld fallen lassen. Ah, danke. Hey! John T. Popo. Eben wieder Kindergeld versteckt. Hä? Inga, lass warte mal. Inga. Hm? Du hast mich mal gefragt, wo du Geld verstecken sollst. Da habe ich gesagt, bei Mercedes. Da habe ich gesagt, nein, bist du dumm, ich will doch nicht, dass jemand mein Kamera wirft. Und jetzt macht sie aber so den Versteck so offensichtlich, dass man sogar sieht, dass da Geld unten ist. Nein, das ist zum ersten Mal so. Hä, wo sieht? Oh mein Gott, man sieht das. Leute, man sieht auch klar und deutlich, dass da 20 Euro sind. By the way, ich habe gar keinen Bock, mit meine E-Mails zu gehen wegen meinem Haaröl. Warte, warte. Hm? Was ist mit deinem Pizza? Mhm. Warum ist die noch da? War die nicht lecker? Doch. Warum hast du nicht gegessen? Erst die morgen. Klar. Hat gerade morgen gegessen. Warte, ich hasse es, wenn meine Hände trocknen sich kurz im Strahl. Ich muss die eincremen. Boah, wie kann Cell ohne Handcreme leben? Wie kann die immer so austrocknen? Zu meinem Haaröl. Ich habe da eine E-Mail geschrieben. Da stand. Warte, du hast auf Deutsch geschrieben. Ja, und die haben zurück auf Deutsch geschrieben. Da stand dann 1 bis 3 Tagen, wenn keine Antwort kommt, soll ich den schreiben. Ich habe dann die nochmal gerade eben geschrieben. Hallo, ich habe keine Nachricht bekommen. Dann ich habe geguckt, wo das ist. Und jetzt ist es anscheinend in Belgien. Was macht das Paket in Belgien? Weil da vorne stand, fertig zum Transport nach Deutschland. Jetzt ist es auf einmal in Belgien. Oh mein Gott, ich hasse mein Leben.
Ja. Immer wenn die so abschieben, mache ich Öl drauf einfach. Aber nicht zu viel, weil sonst sieht es fettig aus. Weil es ist so teuer, 7 Euro oder so. Ja, aber es ist so gut. Ey, du hast die ganze Zeit da irgendwelche eklige Kruste. Buh. Da steht so Hautstück von der ab die ganze Zeit. An meiner Wange? Ja. Was? Ja. Ich hab grad ein bisschen Pickel. Was? Ja. Leute. Sieht aus wie eine eklige Hautkruste. Ja, dann ist ein Pickel. Ja, Leute, meine Haut ist gerade ein bisschen crazy. Ich überlege, Mikroneedling zu machen. Wollte ich eigentlich schon letztes Jahr auch machen. Aber dann, ich weiß nicht. Da hatte ich einen schlechten Tag, da war ich ganz aufgebläht, da habe ich den Termin abgesagt. Ja, Leute, weil du aufgebläht warst. Ja, Leute, ich musste da ungeschminkt hin und eigentlich dachte ich mir so, boah, da hatte ich irgendeine Allergie auf irgendwas, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Und dann sah ich aus wie so ein, so, ich sah dann so. Und ich habe gar nichts gesehen, dann musste ich den absagen. Aber ja, Leute, Mikroneedling will ich machen. Ist aber teurer Spaß. Also eigentlich will ich so einiges machen, vieles machen. Ja, das oder so. Besten voll. Gibt es so einen Ganzkörper Lemon Butler? Nein, Ganzkörper nicht. Okay, und wie ist es mit deinen Lippenauflösern? Hast du schon Gedanken drüber gemacht? Boah, chill mal. Leute, solange das... Leute, Eck und ich, wir machen eine Deutschlandtour. Schreibt in die Kommentare. Was? In welcher Stadt sollen wir hin? Was? Ja. Ist das mir neu? Kennt diese Werbung, wo die so machen? Hey! Das ist falsch. Hä, wie geht die? Hä, wie geht die? Hä? Ist mir noch falsch. Ach, keine Ahnung. Oh mein Gott, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wer von euch kommt alles aus Mönchengladbach? Vielleicht sind wir ja dort schon bald. Ja, gut, nicht bald. Das dauert ein bisschen. Nächstes Jahr. Und ansonsten schreibt mal in die Kommentare, wohin sollen wir hin? Wisst ihr was, Sel ist irgendwie so eine Spielverderberin, die will irgendwie nie irgendwo hin, ich weiß nicht. Aber was sind das Tiere? Oh mein Gott, das ja. Hm? Ist er tot? Ich habe diese Fliege seit heute Morgen da. Ist Mary Ann noch da? Mhm. Ich war gestern bis 5 Uhr morgens wach. Eigentlich lag ich in meinem Bett und ich habe mich kurz hingelegt, weil ich da mir so... Und da hast du ein Geräusch gehört? Ja, ich habe ein Geräusch gehört oder mehrere und dann konnte ich nicht schlafen. Und dann war ich auf Omel TV und dann habe ich auf USA geschaut, Leute. Und dann, Leute, ich schreibe gestern mit einem Typen aus Miami. Und Leute, es ist so interessant, wie die Leute dort leben. Er sagt so, ja, vor sein Haus waren Alligator und so. Und ich war voll schock, wenn ich eine Spinne sehe. Ich renne um mein Leben. Ich kriege ein Trauma. Und er wusste nicht, Leute, ich habe ihm das gezeigt, er wusste nicht, was das ist. Das ist ein Zitronte, er wusste nicht, was das ist. Klar, nee. Ja, aber komisch, wie die Menschen komisch sind. Leute, das ist also lustig, weil man konnte auf Englisch reden und er weiß nicht, wer ich bin. Er weiß nur über mein TikTok, weil ich habe gesagt, er soll mich da anschreiben. Oh, Leute, es ist so interessant, ich schwöre, ist so lustig. Warte mal, bei TikTok, wenn der in deine TikToks reingeht, dann siehst du doch, dass die Leute irgendwas von einem Egg schreiben. Damit er sich schon fragen, was stimmt mit dir nicht, warum isst sie ein Ei? Oh. Weil so weit habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, er ist doch auf Englisch. Schreib. Oh mein Gott, das stell dir vor, wenn irgendwelche Leute schreiben, dass du nervst. Das sind alles englische Begriffe. Oh mein Gott. Bitte stell dir vor, da steht sowas so wie Nasty Egg. Oh mein Wavy. Gott. Oh mein Gott. So weit habe ich auch nicht gedacht. Ja. Aber Leute, probiert's mal aus. Schreibe mit ein paar Boys aus anderen Ländern. Das ist so lustig. Ich habe so oft gemacht. Das ist einfach lustig. Es ist lustig. Dasselbe haben die von dir gedacht. Das ist lustig. Und dann haben die mich entfernt. You look great. I have to ask, what the hell were you drinking? I've never seen that. Sorry, I just got off work. Ja, Leute. Ihr müsst euch international machen. Sucht euch international ein paar Boys. Ja. Okay, für Egg ist die Regel umso weiter, umso besser. Ganz ehrlich, voll cool, hä? Stell dir vor, ihr habt seinen Mann aus American, ist aus Miami. Hat gesagt, er denkt, ich bin ein Miami-Girl. Ich war so... Oh mein Gott, Egg, Idee. Wenn wir auf Deutschland-Tour gehen, dann kannst du ja hier ein paar Boys übersuchen. Und ich gehe dann auf meine Veranstaltungen. Und du währenddessen deinen komischen Dates und dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Also in 2-3 Städten habe ich schon ein paar Boys. Ich bin wegen einer Sache hier.
Franzis Flink-Sache. Nicht bei mir. Was sind die? Du siehst echt aus. Das ist aus wie eine Oma. Was ist denn weg vom Licht? Ist das die Gönnung? Dreh mal um. Dreh mal um. Der Hausfall. Spaß hast du nicht. Alles gut. Hessel, willst du auch immer Haare noch duschen? Ja, Junge, richtig viel, Alter. Wir gehen auf die Suche nach der 1-Euro-Sektion. 1 Cent. 1 Cent. Maxi King? Oh yeah. Da war doch noch mehr. Dann haben wir irgendwo Maultaschen. Achso, du bist so als Mini-Karotten? Boah, Elk hat nicht gegeben, Alter. Das oder das? So Cola oder so bin ich dabei, gell? Ja, es hat beide genommen. Also Elk sucht schon international Boys. Umso weiter entfernt, umso besser. Warum mit dem quatschst du? Ich sehe echt hässlich aus, wie sagt mir das niemand? Ey, mit euch reisen ist safe so anstrengend, gell? Schon mit Elk zu reisen ist safe anstrengend, 100%. Noch mit der im Hotel wohnen, Alter, in einem Zimmer. Inge, wir waren noch nie zu dritt irgendwo. Warum bist du mit mir gereist? Doch, Comic-Con, Dortmund. Achso, ja. Oh mein Gott, so schlimm. Einfach so schlimm. Es ist so lustig. Es ist alles zu anstrengend. Jede Reise ist zu anstrengend. Was sagst du? Also, ich habe mich gut gefühlt.